Yo, Leute, was geht? Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu einer weiteren Folge Bounty of One. Und wir haben heute einen weiteren Charakter freigeschaltet, und zwar, Moment, Natoko. Der hat jetzt schon Schwierigkeit 3. Dunkle Rache, dein Angriffstempo ist bis zu dreimal schneller, wenn du nahe Gegnern stehst, aber dreimal langsamer, wenn du dich von ihnen entfernst. Okay, das scheint so ein Nahkampfcharakter zu sein. Wir gehen auf Ruhm 3 rein, damit wir die Ruhmslevel auch einfach hochdrücken. Die Gegner, wir haben jetzt schon, Abklingzeit von Sprüngen ist erhöht, wir bewegen uns langsamer und die Feinde bewegen sich schneller. Ich würde sagen, wir probieren unser Glück. Ich habe noch nie Nahkampf in dem Spiel gespielt und ich denke mal, der ist Nahkampf. Sieht zumindest danach aus. Nee, der ist gar nicht Nahkampf. Der ist Fernkampf. Aha. Okay, nehmen alles zurück. Er ist richtig am Durchsprinten hier. Der ist ja übel geil. Zack. Zack. Ah, er ist aber schon so... relativ Nahkampf. Du greifst viel schneller an. Let's go. Bam, bam. Natürlich auch mit der klassischen Naruto-Lauf-Animation. Höhere Chance auf Crit. Ah, Crit. Crit klingt nicht schlecht. Gerade wenn wir Namen und Gegner dran sind. Okay, mit dem ist, glaube ich, nicht schlecht, wenn man so hin und her rennt und dann immer so ein, zwei Gegner wegrasiert. Er spackt manchmal ein bisschen rum, wenn er nicht weiß, wen er angreifen soll. Mehr Schaden, jawohl. Also man, oh fuck, das ist natürlich der Nachteil, wenn man so nah an die Gegner ranläuft, wird man natürlich auch schnell getroffen. Zack, 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 zack. Nice, Kiste, was kriegen wir? Komm, irgendwas Gutes. Schilde rotieren um dich herum, wenn du springst, 100%, okay, das ist so gut. 100% Crit nach dem Sprung. Das ist einfach ein zu gutes Item, ich würde sagen, das muss man eigentlich immer mitnehmen. Das heißt, wir können Crit-Chance jetzt eigentlich schon komplett... Crit-Schaden erhöhen wieder. Crit-Chance können wir jetzt eigentlich wieder komplett in die Tonne kloppen. Wenn wir noch ein paar Sprünge kriegen, dann haben wir unendlich Crit. Deswegen müssen wir uns da, glaube ich, keinen Stress machen. Oh, du verursachst sehr viel mehr Schaden. Nice, das fängt schon mal gut an, muss ich sagen. Der Charakter macht auf jeden Fall Laune. Der spielt sich ein bisschen aktiver als die anderen. Wenn man einfach ein bisschen mehr mit seinem Movement arbeiten muss. Gefällt mir ganz gut, muss ich sagen. Ich muss auch echt sagen, das Spiel jetzt doch überzeugt mich mehr, als ich am Anfang dachte. Nachdem ich so ein bisschen gespielt habe. Mehr Sprünge, yes. Aber ich muss sagen, der erste Charakter ist ja turbo langweilig. Dieser erste Charakter, der macht halt null Bock, finde ich. Das ist ein bisschen schade. Und mit dem ist man dann irgendwie zwei Runden stuck. Und ich dachte mir so, ist jetzt nicht so geil. Aber ich muss sagen, die anderen Charaktere sind zehnmal geiler bis jetzt. Jo, einmal der Typ mit den... Shurikens oder was das war und jetzt er hier mit so einem Hybrid aus Nahkampf und Fernkampf. Das spielt sich einfach viel besser. So, was kriegen wir? Irgendwas mit Sprüngen. Das nehme ich, glaube ich, nicht. Erhalte drei Würfel für Upgrades. Das habe ich noch nie genommen. Das nehme ich jetzt einfach mal mit. Vielleicht ist das ja der Game Changer. Wir machen jetzt einfach den Sprungbild. Ich muss auch sagen, ich finde Sprünge persönlich in dem Spiel ziemlich, ziemlich stark. Die Kombos, die man da kriegen kann, fühlen sich teilweise doch schon sehr mächtig an. Abklingzeit von Sprüngen, ja, nice. Aber ist jetzt nichts Schlimmes. Was hat mich denn da getroffen? Irgendein Projektil, glaube ich, das ich wieder mal nicht gesehen habe, weil ich nie aufgepasst habe. Jetzt hätte ich doch tatsächlich ein bisschen gerne mehr Leben. Wäre nicht schlecht. Ja, er hält zwei Leben. Crit-Schaden wäre auch nicht schlecht gewesen, aber ich glaube, Leben ist mit so einem Nahkampftypi oder so ein Charakter, mit dem ich halt eher aggressiv spiele, gar nicht so schlecht. Da wird man hin und wieder mal getroffen werden. Oh, yo. Ich werde wahrscheinlich auch mehr jumpen, dass wir die ganze Zeit hier Crit haben. Zack, 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 zack. Okay, das ist schon ziemlich nice, wenn die Gegner nah an einem dran sind. Crit-Schaden.
frage mich aber, wie das gegen Bosse wird, weil auf Bosse kann man sich ja nicht so wirklich draufstellen. Also, zumindest nicht immer. Fuck. Wer ist er denn? Hab ich noch nie gesehen. Er sieht einfach aus wie eine Jalapeno. Der Jalapeno Warrior. Ja, easy. So, wir können jetzt dreimal drehen. Heile dich um ein Leben, wenn du im Level aufsteigst. Projektile werden verlangsamt, wenn du dich bewegst. Moment mal, habe ich nicht die? Ach, war das für Level-Ups? Oh, ich dachte, ich könnte jetzt hier rollen, aber anscheinend nicht. Dann nehme ich den Blitz, der ist gefühlt auch immer gut. Er macht unseren Schaden und crittet auch, wenn wir dashen, deswegen... mehr Schaden. Glaube ich, ist das keine schlechte Sache. Muss ich mal angreifen, die Gegner sterben einfach nur durchs Rumlaufen jetzt. Mehr Schaden, jawohl, das geht immer. Wenn ich dashe, dann macht der Blitz einfach 520 Schaden. Das ist schon nicht schlecht. Die Gegner, ich bin gerade, fühle mich gerade ziemlich mächtig, muss ich sagen. Wir nehmen noch ein Leben. Sterben einfach alle durchs Rumlaufen. Nice. Das ist gut, dass wir da voll sind. Wir sind bald schon beim ersten Mini-Boss. Ich glaube, ein bisschen haben wir noch. Noch einen halben Morgen haben wir. Mehr Crit-Schaden. Ich denke, Crit ist jetzt wirklich wieder mal... Also ich muss sagen, ich bin jetzt schon sehr oft auf Crit gegangen, aber gefühlt gibt es so starke Crit-Kombos. Allein dieser Jump, das macht es schon ziemlich OP. Zack, 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 zack. Und dann einfach wegjumpen, wenn die zu nahe kommen. Oder einfach mal reinjumpen und dann alle wegmachen. Können einfach nichts machen. Oh, mehr Schaden. Let's go. Zack, 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 zack. Okay, das gefällt mir echt gut. Der Typ ist geil. Der Charakter ist nice. Gefällt mir, glaube ich, noch besser als der mit den Schuhrings. Einfach weil er sich, aua, weil er sich ein bisschen aktiver spielt und ich mag das. Sprungabhängigkeit wird reduziert, wenn du dich bewegst. Okay, ich glaube, das ist selbsterklärend, dass wir das nehmen werden. Da kann sein, dass er noch schwer wird. Ich weiß es nicht. Wir haben ja auch Projektile, das heißt, ich kann auch Projektilkombos nehmen mit Abprallern und Durchdringung und so. Das ist wahrscheinlich auch nicht schlecht. Auch wenn wir ein Schwert haben, schießen wir ja immer noch diese kleinen Winddinger. Guck mal, das ist. Also wir können auf jeden Fall auch auf Projektilkombos gehen. So, hier würde ich gerne einmal durch. Zack, zack, zack. Crit-Schaden, let's go. 840. Oh, Geld. So, jetzt gleich kommt der erste Hilfs... Nee, der erste richtige Sheriff. Jetzt ist er. Und wir haben noch ein Level-Up hingelegt. Nehmen wir noch ein Leben? Ja, komm, Leben. Wir machen genug Schaden, würde ich sagen, für den Boss. Oh ja, das ist jetzt ein bisschen gefährlich, wenn ich mich zu nah an ihn ranstelle. Ich glaube, ich sollte nicht allzu nah an ihn... Jo, wie viel spawnt der denn? Ja gut, da haben wir natürlich jetzt einen Nachteil. Dass wir halt ein bisschen mit unserer Range arbeiten müssen und dann nicht so viel Attack Speed haben. Oh, nee. Ich meine, es ist eigentlich egal, wir werden eh voll geheilt am Ende des Kampfes, aber uff. Easy. Und jetzt ein geiles Upgrade, komm.
Alle Sprünge werden gleichzeitig genutzt. Das finde ich nicht so gut auf unserem Bild. Du schießt auch hinter dich. Ja, das denke ich ist immer eine Option. Nein, ist jetzt vielleicht nicht so gut, aber mehr Schüsse in der Zukunft können immer hilfreich sein. Falls wir irgendwie auf Abpraller oder so gehen, dann haben wir einfach mehr... Moment mal, warum wird der auch nicht getroffen? Meine Schüsse sind gerade durch den einen einfach durchgeflogen, die aus meinem Rücken kamen. Ups, das war dumm. Kann es sein, dass der Charakter hier doch noch schwierig wird, weil ich ihn doch sehr aggressiv spiele. Ich glaube, ich muss mehr jumpen. Du hast eine Wahlmöglichkeit. Jo, das nehmen wir mit. Ah, ich vergesse die ganze Zeit, dass ich da rerollen kann. Wollte ich gleich mal machen. Also müsste ich da können, sonst weiß ich nicht, wofür ich die Dinger mitgenommen habe. Weil bei den Kisten geht es nicht, damit zu rerollen. Zack, 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 zack. Ich glaube, ein bisschen mehr Attack Speed wäre nicht schlecht. So, weil wenn wir nicht nah an den Gegnern dran stehen, dann haben wir echt nicht so geiles Attack Speed. Das Attack Speed kommt halt erst... Okay, das ist der nächste Elitendude. Zack, zack, zack. Der macht uns nix. Da kommt irgendwas Geiles. Attack Speed wäre nicht schlecht. Projektile verlangsamen, weiß ich nicht. Ist, glaube ich, nicht so gut. Okay, ab den Zeit von Springen wird 30% reduziert. Und wenn wir über Gegner drüber springen, machen wir den Schaden. Jetzt können wir praktisch die Gegner einfach wegrasieren. Das ist sogar richtig gut für uns. Wir machen 840 Schaden, wenn wir über den Gegner drüber dashen. Ich sammle jetzt mal ein bisschen Geld ein hier. Zack, zack, zack. So, hier kann ich jetzt drehen. Das will ich zum Beispiel alles nicht. Das sieht doch schon besser aus. Ein Durchschuss, da hätten wir ein bisschen AOE, aber viel mehr Schaden ist auch nicht. Nee, ich nehme durch, ich nehme AOE. AOE ist nie verkehrt. Also Horde spielen. Dass man einfach ein bisschen leichter die Gegner los wird. Aua. Oh, jetzt gerade kriege ich ein bisschen viel Schaden, der nicht sein muss. Das ist der Nachteil, wenn man so aggressiv spielt. Da war ein Herz, das ist gut. Wie gesagt, ich hätte echt gerne Attack Speed, dass ich nicht immer so nah an die Gegner ran muss, um guten Attack Speed zu haben. Nein, verdammt. Der Monster. Rennen einfach ein bisschen, dann zack, einfach durchdashen. Kritischer Schaden klingt gut. Das machen wir statt 840, 900, das ist, nee, sogar 980. Das ist doch sogar lecker. Das ist unsere Kiste, wir kriegen... Oh, was ist das? Alle 30 Schüsse ist der nächste Schuss langsam riesig, verursacht dreimal mehr Schaden. Okay, Raketen oder was? Das interessiert mich jetzt aber mal. Aua. Yo, einfach Raketen. Jetzt brauchen wir Attack Speed, glaube ich. Das wäre nicht schlecht. Noch mehr Attack Speed. Wir einfach richtig viele Raketen rausholen, weil es immer jeder 30. Schuss ist. Das heißt, je schneller wir schießen, desto mehr Raketen kriegen wir. Aha, interessant. Das Item habe ich noch nie gesehen. Erstmal müssen wir durch die Gegner durchdashen. Läufst du ein bisschen schneller? Nee. Oh ja, du greifst sehr viel schneller an. Okay, das brauchen wir. Zack, 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 zack. Jetzt kommen die Raketen her. Ich greife jetzt wirklich sehr schnell an. Verdammt. Wir kriegen auch Schaden. Aua. Mann. Viel zu viel Schaden. Wenn du stehen bleibst, erhöht sich dein Angriffstempo stetig. Oh, das, da kann ich nicht nein sagen. Zack, 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 zack. Jetzt geht's ab hier. Und da habe ich wieder unnötigen Schaden genommen, okay. Okay, wir sollten jetzt ein bisschen Stuff mitnehmen, uns ein paar Leben besorgen. Nö, das will ich auch nicht. Komm, was Geiles. Mehr Sprünge? Nee, mehr Schaden, wir haben genug Sprünge. Wir brauchen nicht so viele Sprünge. Aber guck, ob wir stehen bleiben können. Zack, 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 zack. 3300 hat die Rakete gerade gemacht, wenn sie gekrittet hat. Holy shit. Ja, unser Attack Speed geht auf jeden Fall ab.
muss jetzt gerade nicht wirklich noch was machen. Und wenn uns einer zu nahe kommt, jumpen wir einfach ein bisschen. Und das zählt nicht als Bewegen, das Springen. Deswegen verlieren wir nicht unseren Attack Speed Bonus. Das ist ganz nice. Nein, ich wollte nach oben. Damit wir das Zeug einsammeln. Okay, egal. Brauchen den Attack Speed gar nicht. Ich muss ein bisschen Zeug einsammeln, ja. So, da nehmen wir natürlich noch mehr Crit-Schaden. Da ist noch ein Herz, das ist sehr gut. 1200 Crit-Schaden, das schmeckt. Bald kommt der nächste Sheriff, aber ich glaube, für den sind wir mehr als ausreichend vorbereitet vom Schaden her. Und noch ein Leben, das heißt, wir sind wieder voll, sehr schön. War aber auch dringend nötig. Ich habe echt viel unnötigen Schaden genommen jetzt. Die letzten paar Minuten. Okay, die Raketen finde ich echt nice, aber sind natürlich auch schwer einzuschätzen, wann sie rauskommen. Ich meine, mir ist aufgefallen auf jeden Fall, dass man bei diesem Steckbrief rechts daneben sieht man seine Items, wann die immer gepockt werden sozusagen. Also zum Beispiel, wenn ich mich bewege, lädt sich dieser kleine Blitz immer auf und dann, wenn er voll ist, kommt ein Blitz halt raus. Das finde ich ganz gut. Da sieht man auch immer, wann die Raketen kommen. Wenn du stehen bleibst, nee, das fand ich nicht so gut. Ich auch nicht. Ah, gut, wir machen die Schilde. Komm. Ich glaube, Projektile abfangen ist nicht verkehrt. Ah, schade, ich kann nicht mehr drehen. Okay, dann nehmen wir noch ein bisschen Abnehmzeit von unseren Sprüngen. Wir dashen hier einfach mal so durch alle durch. Habe ich keine Dashes mehr, aber wir haben jetzt so viel Aufladezeit bei den Dashes dazu bekommen schon, dass wir es reduziert haben, dass wir, glaube ich, da echt wieder drei Dashes voll. Wir müssen jetzt echt hier den Dash Ninja spielen. Macht auf jeden Fall Bock. Wie gesagt, ich finde den Charakter echt gut. Muss ich sagen. Gleich sehr viel schneller an. Oh, jetzt gehen wir rein. Jetzt sind wir Maschinengewehr. Obwohl, wenn die Gegner halt nicht nah an uns dran sind, dann haben wir trotzdem kein gutes Attack Speed. So, nächster Sheriff. Ich glaube, auf den konnte man sich relativ gut draufstellen. Das ist natürlich gut für uns. Wait. Kann man sich auf den echt einfach draufstellen? Junge, der ist gleich schon tot. Der ist schon tot. Ich habe das Achievement ADC bekommen. Okay. Drei Würfel für Kisten. Nehme ich mit. Der Rest interessiert mich. Wir haben den ja komplett zerstört. Der war ja mega easy im Nahkampf. Jetzt kommt der beste Song vom Game. Schaden erhöhen, da sehe ich mich. Boah, jetzt sind wir wirklich der Schnetzler. Vor dem Herrn 1400 Schaden und wir können uns 100% Crit holen. Also da bleibt nichts mehr. Ach, bisschen Schaden können wir auch ruhig mitnehmen. Machen wir es den Gegner. Wir geben den Gegner noch eine Chance. Never mind. Okay, ich muss sagen, ich liebe das. Also dieses Dash-Feature für mich ist eines der besten Sachen in diesem Spiel. Muss ich sagen. Macht das Gameplay einfach so viel direkter. Man kann einfach rumdashen. Darf dodgen. Okay, das will ich alles nicht. Wir nehmen Reroll. Will ich auch alles nicht. Wir nehmen den Reroll. Komm, irgendwas Geiles. Wenn du keine Sprünge mehr hast, wir laden die Sprünge halt so schnell auf.
Das ist alles kacke. Wenn du auf unter... was könnten wir mitnehmen? Ja, wenn wir unter 50% Leben haben... Aua. Dann laden wir schneller Sprünge auf, machen mehr Schaden. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt. Ja, die Reloads waren jetzt schon ziemlich gewastet. Da kam halt echt nichts Gutes. Ich muss sagen, wenn wir nicht 100% Crit haben, ich habe schon wieder so ein Bild, der halt nur funktioniert, wenn ich Crit habe. Wenn ich keinen Crit habe, mache ich irgendwie keinen Schaden. Aber wir sind halt auch full auf Crit gegangen. Aber ganz ehrlich, mit 100% Crit Rem auf Anfrage kann ich auch, glaube ich, das machen. Abklingzeit von Sprüngen. Let's go. Schaden genommen, egal. Was ist Schaden? Oh, da ist der nächste Hilfs-Sheriff, gar nicht gesehen. Zack, ich springe durch dich durch und am 100% Crit, aber ich greife dich nicht an. Lass dir noch eine Chance und du bist tot. Ich muss einfach auf die drauf jumpen. Gegner sind schneller, aber erhalten 50% mehr Schaden. Das nehme ich mal mit, das habe ich noch nie mitgenommen. 50% mehr Schaden, jetzt kriegen die 2100, aber sind natürlich auch schneller, aber... Uiuiui, 2-1. Mich damit auf den Endboss draufstellen kann. Okay, wir nehmen mehr Crit. 2-3. Der Todesninja. Ich jump einfach auf die Gegner drauf und dann rasiere ich die schnell weg. Ich glaube, das ist die Welt. Man hat nach dem Jump eine ganz kurze Unverwundbarkeitszeit. Das heißt, man kann eigentlich praktisch in Gegner reinjumpen, wenn man die halt direkt tötet dann. Machen wir jetzt auch so, glaube ich. Wir jumpen jetzt einfach immer genau auf die drauf und rennen erstmal nochmal rein. Aber wie gesagt, ich will ihnen ja noch eine Chance geben. Oh. Stirb. Ach, ich nehme den Schaden. Wie ein Mann. So, was gibst du mir Schönes? Gegner in deiner Nähe verlangsamt. Das ist tatsächlich gut, weil wir machen die schneller und jetzt werden die langsamer und wir machen denen aber mehr Schaden. Das ist eine richtig gute Kombo jetzt. Jetzt haben wir praktisch eine Aura, die die Gegner schneller macht und macht, dass wir denen mehr Schaden machen. Und eine Aura, die die Gegner langsamer macht. Das heißt, wir haben jetzt einfach nur eine Aura, die die Gegner, dass wir denen mehr Schaden machen. Ich glaube, die werden sogar noch verlangsamt. Ich weiß gar nicht, die Prozente nicht mehr vom Verschnellern. Ah, verdammt. Das war unnötig. Wir sammeln mal ein bisschen Gegner und ein bisschen Geld gleichzeitig ein. Du darfst nicht zu viel Leben verlieren. Ich möchte beim Endboss ungern mit einem Leben dann stehen. Aber Leben droppen auch zum Glück relativ häufig. Es gibt bestimmt eine Schwierigkeitsstufe später, dass entweder keine Leben mehr droppen oder nur noch relativ selten. Ich wette es. Von dem, was ich gehört habe, gibt es hier relativ viele verschiedene Stufen. Nicht nur wie bei Rotate oder so. 5 Gefahrenstufen. Irgendwie richtig viele verschiedene Ruhmeslevel. Sammelreichweite und Flächeneffekt. Ich habe keine Flächeneffekte, aber der Rest ist ziemlicher Schmutz. Also direkt... Da bin ich wieder reingelaufen. Da kann ich nur mir die Schuld geben. Ja, ein Herz. Okay, gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mich freuen, wenn ein bisschen mehr Gegner spawnen. Wir töten die so schnell. Ein gutes Problem, auf jeden Fall. Oh, was? Ach, manchmal sehe ich Projektile nicht, muss ich sagen. Da bin ich nicht, noch nicht so drin. Im Projektil-Game. Achte ich dann irgendwie nicht drauf. Ich achte nur drauf, wie ich die Gegner wegschnetze. Oh, da ist der nächste Bro.
So, der ist tot. Zack, zack, zack. Wir müssen halt einfach nur auf ihn drauf springen und der wird einfach weggemacht. Jeder Sprung verursacht Flächenschäden. Ja, komm. Nehmen wir mit. Warum nicht? Ich glaube, das macht sogar unseren Crit-Schaden. Das heißt, jetzt können wir wirklich in die Gegner reinspringen. Jo. Das macht einfach 2-3. Du kannst mehr springen. Let's go. Daran sehe ich nichts Verkehrtes. So, jetzt hier. Zack, zack. Jetzt können wir hier einfach wirklich durchdashen wie so ein Wahnsinniger. Leben sind gut. Ich mag die Animation, wenn er so richtig schnell angreift. Fällt mir. So, jetzt kommt hier der Endboss. Wir können noch einmal leveln vorher. Durchschuss brauchen wir nicht. Sprünge reduzieren ist gut. Ja, da ist er. Okay, ich glaube nicht, dass er es lange macht. Aua. Okay, er darf nicht auf mich drauf rennen. Mein Attack-Speed, wenn ich nicht auf ihm draufstehe, ist echt so verdammt langsam. So, jetzt wird's spannend. Macht er jetzt am Anfang? Er macht seinen komischen AOE. Wir bleiben cool. Wenn er den fertig hat, dann stellen wir uns auf ihn drauf. Zack, 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 zack. Ja, das ist ziemlich nice. Oh fuck, da wollte ich nicht nach oben springen. Okay, das geht nicht. Weiß nicht. Ah, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Wir können uns nicht auf ihn draufstellen, wenn er den Angriff macht. Wir müssen das ein bisschen klüger spielen, weil wir haben überhaupt keine Attack-Speed. Das heißt, wenn wir nicht auf ihm draufstehen, dann machen wir echt keinen Schaden. Okay, das geht auch nicht. Ich muss warten, bis er seine Kugeln rausballert. Okay, ich mache es gerade ein bisschen spannend, glaube ich. Aber jetzt... Kurz wegdashen und wieder reindashen. Das ist so nice. Zack. Und tot. Easy. Weiter. So, was kriegen wir Schönes? Wie viel Cash? 1, 2, 3, 4, 5, 6 und... Ah, wieder 6. Aber ja, ich muss sagen, das war ein ziemlich nicer Run. Guter Charakter, hat mir bis jetzt, glaube ich, tatsächlich sogar am meisten gefallen, der Dude. Der wird wahrscheinlich später relativ schwierig, weil er so nahkampflastig ist. Aber ich muss sagen, der hat mir sogar echt bis jetzt am meisten gefallen. Ich hoffe, euch hat der Run auch gefallen. Ich wünsche euch natürlich einen schönen Morgen, Mittag und Abend, wann auch immer ihr das Video schaut. Und ansonsten würde ich sagen, bleibt gesund. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein, Leute. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.